Willkommen, liebe Freunde. Ich habe schon ein paar Warane erledigt und ein paar Muscheln aufgesammelt hier am Strand. Und jetzt gilt es nur noch hier so ein paar winzige... Naja, winzig nicht, aber... ein paar Warane zu erledigen. Mit einem Feuerpfeil. Mit dem Degen hat es einigermaßen gut geklappt. Mit dem Gesegnet. Und, na? Jetzt warte ich, bis er hier auch mal ein bisschen kaputt geht. Jawohl. Wunderbar. Ich habe hier endlich mal so einen kleinen Vorsprung gefunden, an dem man hochklettern konnte. Und da haben wir ja auch noch mal einen. Schauen wir doch mal, wie viele... Okay, 60 Feuerpfeile und geschärfte Pfeile haben wir nur noch ein paar. An dieser Stelle mal natürlich schön speichern. Ja. Geht's denn hier noch weiter? Es geht noch weiter. Jetzt muss ich wieder hier irgendwo... irgendwo die Stelle finden, wo ich hochgekommen bin. Das war irgendwie hier so schräg hoch. Na? Das ging nämlich von hier aus ganz gut. Genau, richtig. Und... gucken wir mal, ob wir den auch noch kriegen. Ein Feuerpfeil. Und ab geht die Post. Ah, da hinten sind ja noch welche. Na, wie schon gesagt. Ich werde mich... wieder melden, wenn ich sie alle durch habe und wenn wir eine neue Quest annehmen oder erledigen. Dabei schwebt mir die Vernichtung der Orksöldner vor, wenn es denn zu schaffen ist. Ach, jetzt mache ich mal. Jetzt mache ich es mal anders. Nein, nicht so, sondern so. Okay, also bis dahin. Ja, liebe Leute, und jetzt ist der Strand gereinigt von den Varanen. Und wie schon gesagt, ich sollte irgendwas mit den Ork-Söldnern machen. Dann werde ich mich mal... nee, nicht zur Burg, auch da nicht hin. Ich werde mich mal zur Stadt begeben. Und ich glaube, mal gucken... ich glaube, dass ich dann mir diesen Schlafsack leiste. Hallo. Womit denn? Achso, ich habe gar kein Fleisch. Das ist ja wieder lustig hier. Kein Fleisch. Gut, bis zum nächsten Morgen. Teuer war denn dieser Schlafsack, oder? Ich hole mir noch eine bessere Rüstung. Kann ja auch sein. Aber mal, irgendwer hat doch eine Rüstung. Hier, Lars, ja, die glaube ich. Hey, du! Rüstung kaufen. Was hat er denn für Rüstung? Eine Crawler-Rüstung. Plus 70 Waffenschuss. 2000 Gold. Mhm. Ja, nicht so toll. Und du, Finko? Hey, du! Du hattest doch, du hattest doch... wer hatte denn den Schlafsack gehabt? Auf jeden Fall werde ich mal hier... bisschen wieder was zu Geld machen. Und soll ich meinen Schatz erstmal da lassen oder den Schatz verkaufen? Weil ich habe hier so viel Sachen. Ach, ich mach mal. Nee, ich werde das mal abspeichern. Nein? So. Hey. Okay. Zeig mir deine. So, wo war denn der? Hier, da war der. Schlafsack aus Ziegenfell. Ach, der kostet nur 700. Guck ich falsch? Der kostet nur 750. So, liebe Leute, jetzt habe ich mir einen Schlafsack aus Ziegenfell gekauft. Ich hoffe, dass ich da wirklich schöne Nächte und ruhige Nächte mit verbringen kann. Was haben wir denn hier? Kohle. Okay, goldener Katzenständer. Goldene Schale. Zwei Schatullen. Sag, was ist das? Goldbrocken, lassen wir mal so. Dann haben wir hier nochmal den Teller verkauft. Dann haben wir das Ganze noch in Silber. Ich will das Zeug eigentlich wieder haben. Dann muss ich über Finko netzen. Ja. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Habe gar nicht geguckt. Oh, 1098 an Kohle. Ich muss ja noch ein paar Scheite machen. Jetzt möchte ich mal wissen, wie das mit diesem Schlafsack funktioniert.
Ich habe so einen lustig Ziegenfell-Schlafsack gekauft. Wo ist er denn? Jetzt habe ich ihn wieder. Da ist er. So, Schlafsack aus Ziegenfell. In diesem Schlafsack kann ich überall ein schönes Nickerchen machen. Das ist schön. Das heißt also. Hey, lustig. Okay. Schmeißt es hin. Und legt sich daneben. Auch gut. Okay. Ach, den muss ich dann wieder auflesen. Okay, ja. Wissen wir die Funktion des Schlafsackes. Also wie eine Bettfunktion. Das ist doch schon mal eine richtig klasse Sache. Orksöldner. Auf der Suche nach Orksöldnern. Wo sollen die sein? Ich weiß, irgendwo bei so einem Turm. Oben irgendwie in diese Richtung her. Ich werde natürlich wieder nochmal zu unserem Herrn Hackemeister gehen da hinten. Hackemeister, wo bist du denn? Damit ich dann mal wieder ein paar Eile. Hab ich noch einen Baumstamm? Muss ich gucken. Ach ja, schön. Okay, Baumsäge. Aber ich muss auf jeden Fall noch mal ein paar Pfeilschäfte erledigen. Okay, das war das. Er ist hier am Rummachen. Den Sägegunter. Den Sägegunter. Und jetzt mal kontemplieren. Wo waren jetzt bloß diese Orksöldner? Es waren ja ein paar Orksöldner-Stationen. Das war ja auch irgendwo auf dem Berg, wo man so um die Ecke kommt und dann gleich angegriffen wird. Ich schau mal nach, wo das ist und dann blende ich wieder ein. Und meine Orientierung, Leute. War das so ungefähr in der Richtung? Ach, ich weiß es nicht. Naja, dann werden wir mal in die Richtung gehen. Da uns noch so ein lustiger Ripper erwartet. Und dann werde ich mich hier in den oberen Gefilden aufhalten. Und ich meine, da müsste irgendwie dieser Ork-Aussichtsturm sein. So, ja, nicht so schnell. Kriege ich den mit diesem gesegneten Degen hin? Das ist die große Frage. Erstmal hier ein bisschen Deckung suchen, ne? Ah, okay. Ja, so ein Baum ist ganz gut als... Was? Hat er den noch als erstes erledigt gehabt? Finde ich jetzt nicht gut. War das ein giftiger Tapau oder was? So, noch ein Versuch. Oder war hier eine Fliege irgendwie? So eine giftige Fliege in der... Ja. Der bleibt doch richtig cool hängen da. Ja, also... Ach, der verspritzt noch irgendwas. Wieso steht da nicht giftiger Ripper? Oder haben die bis jetzt alle Gift verspritzt? Ich weiß es nicht. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommen wir hier weiter oder... Ja, hier müsste diese komische Steinfelsformation sein. Nee. Gehen wir da mal auf der anderen Seite lang. Das war hier. Nee, da geht's nach unten runter, ne? Also, wie schon gesagt, wenn ich kurz vor diesem Ork-Söldnerlager bin, blende ich wieder ein. Denn die Irrungen und Wirrungen des David wollt ihr ja nicht sehen, oder? Hey, man muss das halt ein bisschen kürzen. Jetzt bin ich hier bei diesem Haus des Einsiedlers angekommen. Gucken, ob der da ist oder ob sich hier irgendwas getan hat. Da ist... Ach ja, natürlich, das ist der Ambrosius gewesen. Hey, Ambrosius, grüß dich, lecker Brot, das du hast. Wie steht's denn? Wie steht's? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du so ehrlich bist. Na dann noch vielen Dank für deine Hilfe. Ja, das haben wir ja gekannt. Okay. Dann lebt der Ambrosius wieder schön in seinem Heim. Das ist auch gut so.
muss ich gucken, wo war denn jetzt nochmal die Ork-Patrouille, die Ork-Söldner? Die müssten doch irgendwo hier in der Nähe sein. Ja, das ist der Turm, der hier bei Ambrosius ist. Und den hatte ich ja schon. Da waren zwei Stück drin. Jetzt bin ich in so einer Kreuzung gekommen. Und zwar gucken wir mal auf die Handweiser. Ja, da geht's durch. Was haben wir denn hier nach Tamora zur Erzmine? Da sollten doch auch irgendwie Peoples sein, die die Erzmine bewachen. Also die Ork-Söldner. Ja, ich glaube, das ist es. Ja, genau. Das meinte ich. Ja, da geht's direkt zur Erzmine. Wo geht's denn hier hin? Nochmal. Jetzt bist du dran. Ja, ist ja gut. Ach, der schießt auch noch feilen Bogen. Nicht schön. Und kommt er hinter mir her? Strategie und Taktik. Tick-Tack. Das ist die große Frage. Wie machen wir das jetzt? Okay, wir springen zu ihm hin. Zack, er sagt dann, jetzt bist du dran. Er hat mich jetzt dran, richtig. Okay, aber er hat mich fett genommen. Ich wollte doch nur, dass er seine Armbrust einsteckt. Bleib stehen, du Lump. Oh, jetzt kommt mir gleich noch ein anderer. Also ich glaube, das ist jetzt ein böses Unterfangen. Knack, ja. Nö. Kann ich den eventuell... Ja. Hoch! Ja, sehr gut. Ach, der kommt mit! Was mache ich denn jetzt? Um die Füße abschneiden? Was? Der ist einfach mit hochgekommen. Lass mal was trinken. Und erstmal gucken, ob ich hier Feuer feile. So. Und schwupps. Alter, tut ja nichts. Doch. Mist. Das war's für dich. Ja, Gott, ne? Also. Jetzt habe ich mal den Eingangs-Heinz da mal angelockt. Mal gucken, vielleicht, wenn er da hängen bleibt. Und wir ihn aus näherer Distanz befeuern, aber nicht daneben feuern. Oh ja. Ah, jetzt versucht er natürlich wieder mich hier. Hä? Ich habe ein bisschen verletzen können. Gucken, bleibt er wieder hängen? Okay, er bleibt wieder hängen. Oh, ist er nicht getroffen worden? Okay. Super. Macht er immer. Oh. Sein, dass er sich gleich löst. Wenn dann doch einen überzwiebelt. So, jetzt riskiere ich es. Ja, sehr schön. So geht's auch. Was hat er denn? Ein Weidenbogen. Mal gleich mal gucken, ob der besser ist. Oh, und 42 Pfeile, aber ungeschärfte natürlich. Ja, da fällt mir wieder was ein. Ich habe keine Federn, um Pfeile herzustellen. Das heißt, ich müsste dann wieder kurz rüber. Wie sieht es denn überhaupt mit meiner Ammunition aus? Da sieht es bestimmt bekloppt aus. Achso, und das ist ein Weidenbogen und das ist mein Jagdbogen. Bin ich also besser damit. So, dann habe ich noch 34 Feuerpfeile. Ach ja, das war es also für mich gewesen erstmal. Normalen Pfeil bringt wohl nichts. Geschärfter Pfeil. Ja, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich ihn mit meinem Degen nachher mal natzen sollte? Na, komm. Kuckuck. Jetzt bist du dran.
Das war's für dich, Penner. Hab ich wieder vergessen aufzunehmen. Ich hab ihn doch noch tatsächlich hier durch die Wand erledigen können. Wow. Gut, okay, ein bisschen hat er mich getroffen. Nicht schlimm. Was, das kann man alles wieder wegmampfen. Aber trotzdem will ich mich mal hier umgucken, wie die Lage ist in diesem Ork-Söldnern-Lager vor der Erzmine. Das werden aber wohl nicht alle gewesen sein. Kann ja nicht. Ich mach dich fertig. Ja, er macht mich schon mal fertig. Dann soll er erstmal hinter mir herrennen hier. Okay. Gut. Gegen die werde ich wahrscheinlich auch nicht so eine einfache Chance haben. Oder überhaupt gar keine Chance. Schau mal, ja. Ist schon mal gut gerüstet. Na? Ja. So ein dämlicher Mistkerl. Vielleicht habe ich ja jetzt hier die nächste Chance, zwei hängengebliebene Ork-Söldner, die es leider nicht zur Versetzung geschafft haben, an der Ecke wenigstens ein bisschen zu verletzen. Ein paar Feuerpfeilen, die ich noch habe. Schauen wir mal. Oh. Das sieht nicht gut aus. Die geht auch nicht. Wenn ich den noch einmal treffen sollte, dann bin ich hin. Hallo? Jetzt. Na. Okay. Oh. Okay, den haben wir gepackt. Den haben wir gepackt. So, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele Pfeile ich habe. Aber gehen wir mal so nah dran wie irgendwie. Wer kommt denn jetzt noch an? Kommen die von oben oder was? Jetzt. Oh, jetzt trifft der nicht. Doch. Oh. Ich habe irgendwie im Ei, dass meine Eier, meine Pfeile weggehen. Ich will wenigstens hier mal noch einen Ork-Söldner. Ja, den werde ich wohl hier. Komm. Du brauchst noch einen Schlag. Schlag in die Fresse da. Sehr gut. Jawohl, Ork-Söldnerches. Okay. Grobes Kriegsbein. Ah, kann man wieder schön was verkaufen. Ach, und da hat er einen orkischen Talisman wieder. Und ein bisschen Erz. Meine Herren. So, wenn ich jetzt ein bisschen was mampfe. Gucken, was habe ich denn noch so als Beeren bekommen? Hier, da. Butsch, so eine lecker Beere. Dunkelpilz. Ich brauche noch 10. Ich weiß, von irgendwas brauche ich 10. Hier haben wir noch ein paar Bärchen. Ah, die ernähren sich ja gesund. Die Snapperkraut brauchen wir nicht. Eikraut, okay. Die ernähren sich ja gesund, die Orkensöldner. Schön lecker Früchte. Und wenn ich hier oben hoch gucke, dann haben wir ja noch mehr Gebäude von denen. Au, weia. Kann das sein, dass von oben einer schießt? Weiß ich jetzt nicht. Ah. Oh. Ja. Lieber öfter speichern als. Aha. Oh. Alter. Ich hab gewusst, da ist einer, der ist von oben am rumgucken. Guck dir das an, da. Da oben, da. Das ist doch. Ja, und jetzt? Oh, er kommt runter. Ich glaub's ja nicht. Ich kann noch nicht mal blocken. Ich fasse es ja nicht. So, da ist er. Er bleibt stehen. Das ist gut. Wie viele Pfeile habe ich noch? 42 normale Pfeile. Ach ja. Gucken, ob ich da überhaupt was mit ausrichten kann.
in die Eier. Nee. Sind ja auch nicht geschärft. Obwohl ich ihn gerade in die Weichteile treffe, ne? Das kann dauern. Haut er ab. Lunge, kommen wir wieder zurück. Hier komme ich nicht hoch hier. Aber er ist verletzt. In seiner Manneskraft. Vielleicht bleibt er jetzt auch so verletzt. Oh. Kommt hinter mir her. Hätte ein weiches Fell an. Oh, jetzt nimmt er natürlich wieder seinen Bogen. Und, aha. Hat er keinen Bock mehr oder was? Hey. Uhu. Bitt sich einfach um. Ich mach dich fertig. Vorsprung. Bleibe ich hier auch noch hängen? Ah, Mann! Es könnte eventuell was werden. Es ist was geworden. Mit Ach und Krach. Oh, okay. Ah, ja. Sehr mühselig. Irgendwas ist hier weggeschappert. Sein Bogen oder sein Säbel weg. Wie, das gibt mir Erz. Da unten liegt's. Das grobe Schwert. Ja, so langsam dezimieren sich hier die Orksöldner. Wenn auch mühselig. Ja, und Sprüche kann ich keine machen, weil ich hab zwar ein paar Sprüche, aber die bringen ja wohl nicht viel, ne? Vergessen, kleiner Feuersturm, den kann ich nicht annehmen, ich habe zu wenig Mana. Geysir bringt auch nicht viel. Großer Feuersturm, ja, da brauchen wir noch mehr Mana. Schlaf, Goblin, Skelettäffel und so weiter und so weiter. Also so viel habe ich ja nicht an effektiven Sprüchen, die ich nutzen könnte. Oh, wascht. Wascht ist gut. So, nachdem ich ein bisschen Wurst gegessen habe, schauen wir mal weiter. Gehen wir ein bisschen scouten. Wo sind denn hier noch ein paar Peoples? Ach, da ist noch einer. Aha. Wie sieht's denn hier? Oh, da ist noch was drin. Bett und sowas. Gucken wir nicht hier hochklettern. Ich mach dich fertig. Okay. Moment. Nein. Ja, ich lauf ihm voll in die Fresse rein. So ein dämlicher Mistkerl. So, gucken wir mal. Dann heißt es, ich mach dich fertig. Oh, da ist auch noch einer. So ist das, es sind noch mehr. Ja, okay, dann weiß ich auch gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Mal gucken. Ah, jetzt werden sie natürlich wieder mit Pfeil und Bogen rum. Oh. Ja, renn so schnell du kannst. Hier gibt's ein Feuerkraut. Okay. Dieses Orksöldnerlager mal von einer anderen Perspektive gesehen. Oh Mann. Das ist sehr, sehr schwierig. Oh, und da hinten ist noch was. Hier gibt's noch ein paar Tiere. Die habe ich wohl verpasst. Große Frage, was kommt dann? Jum. Okay. Ach, das ist nur ein Steinhautmaul Red. Ah.
Okay. Auch das haben wir geschafft. Leute, nee, das ist aufregend. So, wir haben noch ein bisschen Brot. Haben wir noch einen Käse? Nee, das ist einer. Was haben wir denn hier? Sieht gefährlich aus. Nehme ich nicht. Haben wir denn noch irgendwas, was ein bisschen heilpflanzenmäßig drauf ist? Okay, eine Heilpflanze. Was haben wir hier? Feuerwurzel, das gibt nur Mana. Mhm. Ja, okay, dann lasse ich es erstmal. Nicht zu holen. Ja. Das werde ich wahrscheinlich in dieser Folge nicht schaffen, dass ich hier alle Ork-Söldner erledige. Aber ich werde es versuchen, so weit wie möglich zu kommen in der Zeit. Nee, doch. Oh, Heilpflänzchen. Sehr schön. Und nach meiner Schätzung sind es ungefähr 28 Minuten rum oder so. Wo sind die denn hin? Und wie bin ich hier hochgekommen? Große Frage. Okay. Weiter runtergehen. Vielleicht sollte ich anschleichen. Vielleicht hat ja die Schleichfunktion hier in dieser Modifikation ganz neue. Nee. Hat sie nicht. Da ist einer schon am rumballern. Beziehungsweise er will rumballern. Ist denn keiner hier in der Nähe, der alarmiert ist? Nicht so viel. Ah, ein bisschen anspitzen hier. Dass ich keine Pfeile mehr habe. Dann muss ich später sowieso nochmal hier zurück. Er ist jetzt hier in diesem Pfeilmodus, also in dem Bogenschießmodus. Das ist jetzt natürlich riskant, was ich mache, aber ich werde es jetzt für diese Folge nochmal probieren. Ob ich denn eventuell bloß nicht irgendwie. Das kann klappen, liebe Leute, es hat geklappt. So, und für diese. Boah. Und mit Bett. Und mit jedem Mengen Happer. Happer. Oh, und was hat er nicht alles da? Heiland-Sakrament, muss ich im Schnitt gucken. Schinken, Bier, oh schön. Ich bedanke mich für diese Ansicht meiner Folge. Ja, ich bin jetzt so geschockt, dass das so geklappt hat. Lasst einen Kommentar da und ich sage mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.